Video zur Demonstration der Mikroverdünnung, der Nanomisierung von Checkpoint-Inhibitoren oder von GCMAF. Wir haben hier den Checkpoint-Inhibitor Yervoy, eine Ampulle aufgelöst in 50 ml. Diese 50 ml sind, wie wir es jetzt genau demonstrieren, anschließend potenziert worden. Und jetzt haben wir uns eine, wir nennen das die C1-Verdünnung, es ist quasi eine 1 zu 50er Auflösung. Und wir werden jetzt wieder eine 1 zu 50er Auflösung herstellen, die bezeichnen wir dann intern als C2. Lena, machst du das bitte, damit ich filmen kann? Okay, das Flaschel haben wir zuerst schon abgewischt. Ja, du machst es jetzt nochmal mit Beta-Isotoner. Okay, flott. Okay, die Lena entnimmt jetzt steril. Das bedeutet, es ist zuerst steril gewischt worden und es wird nicht reingeatmet. Einen Milliliter aus dieser Lösung heraus. Okay, Moment. Jawohl, du entnimmst jetzt ein frisches, ungebrauchtes 50er Flaschel. Jawohl, du darfst annehmen, dass es steril ist. Spritzt das jetzt hinein. Das sind 1 Milliliter exakt. Die Spritzen wird es dann verworfen. Und jetzt wird dieses Flascherl potenziert. Sagst du das bitte? Okay, genügt schon 50 Mal. Wir machen es 50 Mal. Das muss ganz, ganz kräftig verschüttelt werden. Sieht, dass das dann kurzfristig schäumt. Ja? So, und hier haben wir einen Magnetpulser in der Praxis, der ganz kräftiges Magnetfeld erzeugt. Das ist eigentlich ein Beckscher Magnetpulser zur Gewebemagnetisierung, der hat ein ganz kräftiges Magnetfeld. Und wir haben herausgefunden, wenn ich das jetzt mit 10 Magnetschlägen aktiviere, dann testet uns das Produkt anschließend noch viel besser. Das heißt, es laufen da jetzt 10 derartige Magnetschläge hinein. Mehr als 10 bringt nicht viel mehr an Wirkungsgewinn. Aber das haben wir genau getestet, dass es mindestens 10 Mal sein muss. Man kann so ruhig 20 oder 30 Mal, es bringt dann nur nicht mehr. Wie haben wir das getestet? Ich demonstriere dann den Test noch, das ist der sogenannte RAC, Polarisationsfiltertest, nach der Frau Dr. Theresia Altrock, mit dem wir die Wirkung derartiger Substanzen direkt am Patienten, zum Beispiel direkt am Tumor, diagnostizieren können. Okay. Und jetzt, nachdem es magnetisiert worden ist, testet es stärker und wenn wir es jetzt noch 10 Mal verschütteln, testet es wieder um 10% stärker. So, das ist nur eine Demonstration. Wir werden es dann in der Kürze des Videos, wir werden es dann ordentlich verkleppern, potenzieren. Und zwar das erste Mal 50 Mal schlagen, dann 10 Magnetpulse und dann anschließend noch 10 Mal schlagen. Und das ist jetzt die Potenz C2. Die wird jetzt bitte beschriftet, Lena. Ja, das ist Yervoy C2. Und das heutige Datum drauf und wird natürlich im Kühlschrank aufbewahrt. Wir geben das dann noch an den Patienten ab, der sich das dann zum Beispiel so gut dann verabreicht. Und man kann seine Infos oben reingeben. Oder auch oral nehmen. So. Aus dieser C2 könnten wir mit genau derselben Vorgehensweise jetzt die C3 erzeugen. Wir haben also für alle diese Checkpoints entsprechende Verdünnungsstufen und testen das am Patienten. Lena, kannst du noch kurz den Test demonstrieren? Okay, du nimmst jetzt meinen Puls. Ja, und wir wissen ja, dass ich am Morgen
eine unsaubere Stelle habe. Okay, das heißt, du gehst jetzt quasi genau bei mir am Morgen und drehst den Polarisationsfilter. 75 Grad. 75 Grad Abweichung. Also 90 Grad ist aktiver Tumor, 75 ist sicherlich auffallend und bemerkenswert. Ja, so. Jetzt nehme ich das in die Hand. Das ist ein Checkpoint-Inhibitor. Die Lena testet mit dem RAC und dem Polarisationsfilter erneut meinen Magen. Grad. Das heißt, bei mir würde es verschlechtern. Würde ich das Jawohl jetzt einnehmen, hätte ich möglicherweise eine Verschlechterung meines Magenleidens. Ja. Bei einer guten Therapie haben wir eine Verbesserung auf mindestens 20 Grad. In der Regel gehen wir zum Beispiel beim Immun- und beim GCMAF auf 0 Grad hinunter. Wir wissen, dass die C3 zum Beispiel auf 0 Grad testet, dann testet die C4 bei 20 Grad und die C2 ebenfalls bei 20 Grad. So kann man mit Hilfe dieses kinesiologischen Testverfahrens exakt die notwendige Dosierung festlegen. Okay, danke. Danke, Lena. Okay, jetzt machen wir von mir. Traum. Okay. Jawohl, C2.